Entwicklungsstörung Sprache, Mutismus, F80.x. Sprachproduktion, Mutismus, Stummheit, Störung der Psychomotorik, also Antrieb. Deswegen habe ich mir vorne auch noch das erste A unterstrichen, in Rot. Völlige Sprachstarre, keine Defekte bei Ohr- oder Sprechorganen, das heißt, differenzialdiagnostisch abklären lassen, auch bei Schizophrenie und Depression. Elektiver Mutismus, das Verstummen ist nur auf bestimmte Personen bezogen, zum Beispiel auf Lehrer, in bestimmten Situationen oder bezogen auf bestimmte Personen schweigt das Kind, spricht aber meistens mit den Eltern.